Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt Kerbal Space Programm oder in meinem Falle Christians Space Programm mit Chaos ins Weltall. Wir starten heute neu und machen jetzt ein paar Einstellungen. Wir starten komplett neu und zwar machen wir Karriere, Wissenschaft wäre ein bisschen langweilig. Weil Gelder und Ansehen sind deaktiviert und Aufträge sind nicht verfügbar. Wobei ich gerne Aufträge machen würde zwischendurch. Also gehen wir auf Karriere. Das würde ich sagen, lassen wir alles immer so stehen. Andere Startplätze machen wir noch, ja, die tun wir erlauben. Weil wir haben nämlich dann zwei weitere Startplätze. Einmal eine Insel und einmal in der Wüste. Flüge zurücksetzen lassen, schnell laden zu lassen. In meinem Falle wäre das angebracht. Also in dieser Serie, sage ich mal, wird es nicht langweilig. Auf keinen Fall. Das lassen wir alles mal 100%, 100%. Wiedereintrittserhitzung 100%. Ressourcen ein, okay, fortgeschritten. Und Stationen aktiviert, ja. Okay, gut, das lassen wir dann alles mal so stehen. Nehmen das Ganze an. Flagge habe ich auch schon ausgewählt, habe mir eine eigene gemacht. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Schreiben. Also es wird sehr interessant. Ich zeige euch jetzt alles gleich mal. Das ist unser Weltraumzentrum. Jawohl. Fahrzeugfabrik. Da können wir unsere Raketen bauen für den Weltraum. Mal ein bisschen ranzoomen. Forschung und Entwicklung. Das ist unser Forschungsbaum. Und der hat es in sich. Also bis wir ganz hier hinten sind, das dauert. Das dauert sehr lange. Hier kann man zum Beispiel Forschungspunkte 5. Wir haben ja jetzt noch keine. Müssen wir uns erst verdienen. Dann haben wir hier einen Koppler, ein Thermometer. Kommunodron, eine Antenne. Ja, die Beschreibung ist auch immer sehr, sehr lustig, wo dabei ist. Dann haben wir hier Raketenbau. Auch nochmal ein Entkoppler. Ein Thermometer. Antenne. Ja, hier. Flüssigkeitstreibstoff, Triebwerk. Und ein Festtreibstoffbooster. Und ein Treibstofftank. Der T-100 ist ein Miniaturtreibstofftank, der nach süßer... der noch süßer ausschaut als sein großer Bruder, der T-200. Vorsichtig und möglichst nicht mit zitternden Händen montieren. Jawohl. Wir geben uns Mühe. Das sind die ganzen Planeten. Da gibt es jetzt aber noch keine Informationen dazu, weil wir da noch nicht waren. Da müssen wir nämlich noch überall hin. Das heißt, wir müssen Aufträge machen. Wir müssen die Gebäude ausbauen mit Geldern. Die Startrampe ausbauen. Die Landebahn oder die Startbahn ausbauen. Also es wird sehr, sehr interessant. Das ist Kerbin, auf dem wir uns befinden. Und praktisch die Erde. Ja, was heißt die Erde, kann man so sagen. Ja, also das Zuhause von den Kerbins. Aber die wollen wieder auf ihren Heimatplaneten. Ah, Forschung und Entwicklung waren wir gerade. Astronautenkomplex. 65.000 Dollar. Den können wir alles können wir anheuern. Die haben wir schon, glaube ich, zugewiesen. Ne, noch nicht. Verfügbar sind 4, aber noch keine zugewiesen. Fahnemaster, da können wir unsere Fahne wechseln. Raumschifffanger. Missionszentrum. Hier können wir dann die Missionen noch zusätzlich auswählen. Die brauchen wir auch für Geld und Kram. Verfügbar. Sammeln wissenschaftliche Daten von Kerbin. Ja, also Vorschuss kriegen wir 2000, ist jetzt nicht so... Also insgesamt kriegen wir 6000 Dollar. Starten unser erstes Raumfahrzeug. Wir kommen aus der Atmosphäre. Umkreise Kerbin. Ja. Gut. Das sind dann schon mal hier die
Verwaltungsgebäude. Hier müssen wir dann auch mal ein bisschen Auge drauf halten. Mortimer Kerman Finanze, Linus Kerman Wissenschaft, Walt Kerman Public Relations und Gus Kerman für den Betrieb zuständig. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen unser Ansehen im Auge behalten. Verkauf der Forschungsrechte. Wir würden jetzt schon etwas Geld bekommen, aber das können wir später zur Not noch nehmen. Wir probieren es erstmal so, aus eigener Kraft. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier... Das ist die Ortungsstation. Das ist Kerben. Das sind die drei verschiedenen Landebahnen, also Stadtbahnen, die wir haben. So, das ist Mun, das ist der Mond, Mun, ja? Mun. Das ist Minmus. Wir versuchen erstmal hier hinzufliegen, dann dahin, also erstmal um die Erde. Wir brauchen ja Wissenschaftspunkte, Science-Punkte. Und ohne die Science-Punkte können wir gar nichts machen. Dann geht's weiter. Ich zoome alles weiter raus. Ja, da tut sich noch was auf. Und noch was auf. Und ach, Herr Jemine. Das sind Amon, das Eve, Moho, Duna, Dress. Hier ist Duna. Duna, Joule und Eloy. Und da müssen wir hin. Das ist das Ziel, dass wir hier dann irgendwann landen, Elo. Ja, und wie ihr seht, ist da ganz schön viel Arbeit. Und das ist auch jetzt nicht mal gerade hier einfach starten und irgendwie, wir fliegen jetzt gerade mal schnell dahin. Ja, von wegen. So einfach ist es auch nicht, ne? Das ist jetzt unsere. So. Ja, so sieht's aus. Wir haben jede Menge zu tun. So, und dann würde ich auch sagen, werden wir auch mal anfangen. Wir gehen mal in die Fahrzeugfabrik und dann schauen wir mal, was wir hier alles so haben. Fahrzeugfabrik, jawohl. Ja, habe ich alles verstanden. Das ist unser Hangar, wo wir die Raketen alles bauen können. Warum reagiert jetzt meine Maus nicht mehr? So, das ist unsere... Ah, jetzt geht's. Ja. Unsere Flagge. Ich hatte zuerst eine gemacht mit Christians Space-Programm, mit Chaos ins Weltall. Habe ich alles... Ja, hat mir nicht so wirklich gefallen. Dann habe ich die hier gemacht. Da sind wir. Und da wollen wir hin. Und den habe ich noch so als Aufmunterung dazu gemacht. So. Das ist unsere Kapsel. Dann brauchen wir... Was haben wir im Booster? Treibstoffbooster RT5 Flow. Ne, den lassen wir mal noch weg. Führen und Steuern haben wir noch nichts. Struktur. Brauchen wir nicht Robotik, haben wir auch noch nichts. Kupplung. Nutzlast. Aerodynamik. Boden, Temperatur haben wir auch noch nichts, Elektrik haben wir noch nichts. Wissenschaft, ah ja. So, dann schalten wir unten mal auf 2. Dann werden wir hier mal so. Hier mal hier hin. Landung. Hilfsmittel. Fallschirme brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Triebwerke ist jetzt noch uninteressant. Wir sammeln erstmal so Science-Punkte. Batteriekupplung, Nutzlast, Aerodynamik, Boden. Wobei wir könnten... Wir haben jetzt noch nicht die Module. Wenn man jetzt nur die ja,
Jebediah, Bill, Techniker, Wissenschaftler, Pilot. Nee, dann nehmen wir mal den Bob. Wir nehmen Bob. Wissenschaftler, gibt es nämlich eventuell nochmal mehr Science-Punkte. Wir nehmen jetzt erstmal eine Stadtrampe. Ja. Die wird später auch noch alles ausgebaut. So. Mit mysteriösen Schleim beobachten. Drei Wissenschaftspunkte, also drei Science-Punkte. Mysteriösen Schleim beobachten von Startrampe. Der Schleim scheint gerade nicht viel zu machen. Ja. Experiment behalten. Daten prüfen. Okay. Gut, können wir nicht übertragen. So, dann haben wir noch mit Kerman. Wir haben noch einen EVA-Bericht. Das ist unser Bob. Mit einem kleinen Raumanzug. Brauche jetzt zwar hier nicht auf dem Planeten, aber EVA-Bericht starten. Ah, jetzt hat er den Helm ausgezogen, ja. Den brauchen wir hier nicht. 2,4 Science-Punkte. Wird auch... perfekt. So, dann hätten wir in dieser Raumfahrzeug Bergen. Haben wir unsere ersten Science-Punkte schon. Und jetzt möchte ich gerne noch auf die anderen zwei Startrampen. 2,4, 3,4, 6,1 Wissenschaft. Sehr schön. Teile. Okay, der hat kein EP halten. Bitte. 31.000. Perfekt, haben wir 31.400. Dann gehen wir nochmal in den Fahrzeughangar. So, jetzt würde ich gerne noch warum kann ich jetzt nicht auf die andere Startrampe wechseln? Aber jetzt könnte ich hier oben immer die auswählen. Forschung und Entwicklung. Fünf Hammer. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier noch die Entkoppler. Thermometer. Genau. Dann hätten wir als nächstes auch die Fallschirme, die großen. Hitzeschild ist auch gut. Eine Wartungsbucht. Jetzt haben wir hier einmal die aerodynamische Bugnase. Radialentkoppler. Und hier hätten wir dann auch nochmal ein Triebwerk. Flüssig Treibstofftriebwerk, ja. Wertstoffbooster, Treibstofftank. Gut. Forschung und Entwicklung, nee. Ladungsstation, Startrampe.
So, jetzt müssten wir eigentlich Temperatur. Wo haben wir es denn? Hoppla, passt. Bodentemperatur brauchen wir auch noch nicht. Kommunikation brauchen wir jetzt auch nicht. Wissenschaft, ja. Die setzen wir auch noch mit dran. Perfekt. Lebensmittel brauchen wir jetzt auch noch nicht. So, warum kann ich jetzt hier die Standorte nicht auswählen? Flagge. Ah, statt am Bumerang-Startplatz, genau. Bumerang. Perfekt. Ich wusste, dass ich irgendwo konnte ich da immer auswählen. Startrampe. Wir sammeln jetzt noch ein paar Science-Punkte. Gehen dann auch noch auf den Wüstenstartplatz. So. Historischen Schleim beobachten. 3. Experiment behalten. So, dann machen wir noch eine Temperaturmessung. Nochmal 2. Dann machen wir noch eine Besatzung. Machen wir noch einen IBA-Bericht. Zack. IBA-Bericht. Machen wir 2,4. Weil das brauchen wir alles später nicht mehr mit der Rakete zu machen oder dann mit dem Fahrzeug. Ich mach's jetzt nochmal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob's ob das dann doppelt zählt. Ach, da ist ja auch unsere Flagge drauf. Ach, guck mal da. Mein lieber Mann. So, dann Bob, gehst du mal bitte an Bord. Dann holen wir unser Fahrzeug nochmal zurück. Ja, diese Folge, die Pilotfolge, ist jetzt noch nicht so spektakulär. Aber ich habe auch schon gebaut eine Rakete und wollte in die weiter wegfliegen zum Mond und ist mir dann irgendwann explodiert. Das kommt auch vor. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und mal 9 Science-Punkte. Das ist doch schön. 31.000. Gesamtansehen 2. Das ist doch schön. Dann lassen wir so. Dann gehen wir auf die Wüstenplatz. Und dann nochmal auf die Startrampe. Dann haben wir die drei Rampen schon mal abgescannt nach Schleim und Temperaturen etc. Und dann haben wir auch ein bisschen Auswahl an Bauelementen für in die Atmosphäre. So, das hier ist der Wüstenstartplatz. Ne? Ich kann mal ein bisschen mit der Kamera rund gehen. So. Am riesen Schleim. Jawohl. Temperatur. 2,4. Schleim. Jawohl. Dann Bob. Lass mal nochmal einen IBA-Bericht machen. IBA. Ja, perfekt. So, dann kannst du nochmal einsteigen. Dann holen wir das Ganze nochmal nach Hause. Und dann machen wir das Ganze jetzt gerade nochmal. Müssen wir nochmal die Temperatur messen auf der Startrampe. Jawohl. So, dann noch einmal auf der Startrampe. Und dann hätten wir uns auch schon für diese Folge, Freunde. Oh, nee. Doch, war jetzt Startrampe, ich weiß gar nicht.
Müsste normalerweise die Startrampe sein. Perfekt. So, dann machen wir hier gerade mal mysteriöser Schleim. Mystery Goo. Ja, plus 0,2. Gut. Das, weil wir jetzt eben schon mal da waren, jetzt kann man Temperatur, haben wir jetzt hier noch nicht. Ja, 2,4. IBA-Pop, lassen wir dann mal gerade einen IBA-Bericht machen. Wird zwar jetzt nicht so sehr viel bringen, aber. IBA. Ja, haben wir schon. Alles klar. Gut. Dann, Bob, mal einsteigen. Das Ganze nach Hause. Dann gucken wir, was wir noch jetzt freischalten können an den Science-Punkten. 20 haben wir, das ist sehr schön. Das ist doch sehr schön. Gut. So, dann haben wir die drei Startrampen schon mal abgescannt. Forschung und Entwicklung. Wir haben 20,7 Science-Punkte. Boah, Überleben kostet 15, 18. Machen wir auf jeden Fall das hier noch. So, und dann würde ich sagen, auf jeden Fall überleben. Wir haben jetzt noch 15,7 Science-Punkte. Gerät zur Messung eines lokalen atmosphärischen Drucks. Die Garantie erlischt, wenn es an die Luft gelangt. Ein Kühlmodul. Ein Mikrolandebein. So knapp einen Meter hoch. Ja, wir müssen auch noch auf dem Mond landen. Wir müssen Stationen bauen. Wir müssen noch eine Raumstation bauen. Und. Also es kommt einiges auf uns zu. Langweilig wird es eigentlich gar nicht. Das ist ein Endlosspiel, kann man sagen. Aerodynamische Bugnase. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da brauchen wir 20. Also mir geht es jetzt hier um die Fallschirme. Die Bugnase wäre auch wichtig. Aber die können wir uns eh nicht leisten. 18, 20, ja. Machen wir hier noch die. Perfekt. Grundlagen der Wissenschaft. Hier haben wir dann Duktischnick. Akkusatz. Science Junior. Also ein Labor. Lagermodul. Füllmodul. Flugsteuerung. Wieder Eintrittsmodul. Und allgemeines zur Raketentechnik. So, Freunde. Dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge mal eine Rakete. Weil jetzt haben wir hier Triebwerke. Treibstofftank. Festbooster. Und wir können mal ein paar Experimente noch mitnehmen. Messung eines atmosphärischen Drucks. Das werden wir dann auch noch mit anbringen, aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie es euch bis jetzt gefallen hat. Gut, die erste Folge jetzt war nicht so spektakulär. Wir haben jetzt ein paar Science-Punkte gesammelt, dass wir uns mal was freischalten konnten. Und die nächste Folge Raketenbau und dann starten wir mal durch, würde ich sagen. Weil wir müssen hier um Körbe noch ein bisschen Daten sammeln. Dann müssen wir noch den Forschungsbaum weiter ausbauen, weil wir wollen ja noch zum Mund und zum Minmus. Und ob wir das alles so gut hinbekommen, ohne dass wir mal irgendwie beim Start explodieren oder so, das sehen wir dann.
Ich sag danke fürs Zuschauen, Freunde. Fahrt langsam, passt auf. Bis morgen, dass ihr auch wieder alle dabei seid, ne? Nicht, dass mal einer krank ist oder sonstiges. Dann macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Allo. Tschüss.